Hallo ihr alle, es fällt mir fast schwer, diesen kurzen Impuls, den ich heute weitergebe, als Ermutigung zu bezeichnen. Es ermutigt total, aber es ist weit mehr, es ist ein Augenöffner, es ist eine Tatsache, über die ich überhaupt nicht hinwegkomme gerade, die ich immer wieder lese und mir vor Augen führe und mich da reindenke und so begeistert bin und meine Tränen kommen manchmal, ja, wenn ich das nochmal lese. Und zwar geht es um die Begebenheit, wo Petrus und Johannes zum Tempel ging, um dort eigentlich nur beten zu wollen. Und dorthin wurde ein Mann gebracht, der gelähmt war von Geburt an, um dort betteln zu können und die Leute vielleicht irgendwie durch ihr Mitleid dazu zu bewegen, dass er Geld bekommt. Ja, und so guckt er erwartungsvoll auf Petrus und auf Johannes. Hoffentlich geben sie mir auch was. Und dann kommt dieser markante, berühmte Satz von Petrus: Ich habe kein Geld für dich, aber was ich habe, gebe ich dir. Und da war er wohl noch mehr gespannt, was wird er denn wohl haben, was er mir geben kann. Und dann sagt Petrus im Namen von Jesus Christus von Nazareth: Steh auf und gehe. Das, was ich habe, gebe ich dir. Und das war so viel mehr. So viel mehr als das, was der Mann bisher so bekommen hat, dieser andere, dieser Gelähmte. Nämlich das, was dieser Mann wirklich gebraucht hat. Das hat Petrus von Jesus Christus bekommen und das gibt er weiter. Leute, das, was ich habe, das gebe ich dir. Das, was wir haben, ist so viel mehr. Es ist die Fülle dessen, was wir den anderen Menschen weitergeben können. Das, was wir für uns haben und auch anderen Menschen weitergeben, es ist Jesus Christus selber. Es ist alles, was in Jesus ist. Die ganze Autorität, die ganze Kraft, die ganze Macht, die ganze Liebe. Ja, das, was Jesus selber ausmacht, das ist in dir, in mir und das ist das, was wir weitergeben können. Und wisst ihr, das war für mich vor einiger Zeit wirklich mal auch schon mal so ein Augenöffner dafür, dass wir in unserer Berufung wirklich wiederhergestellt werden dürfen, können, müssen. Und daraufhin ist wirklich eine Proklamation als Songtext entstanden. Und Leute, da möchte ich euch kurz hineinnehmen, dass wir berufen sind. Das ist ein englisches Lied. Wir sind berufen. Wir sind gesalbt. Wir sind frei. Wir sind heil. Wir sind ganz. Wir sind komplett. Okay, und das betrifft dich und mich. Und so möchte ich euch neu wirklich herausrufen. We are called. We are anointed. We are free. We are whole. We are called, we are anointed, we are free, we are whole. I am called, I am anointed, I am free, I am whole. I am called, I am anointed, I am free, I am whole. You are called, you are anointed. You are free, you are whole, you are called, you are anointed, you are free, you are whole. Du bist berufen, du bist gesalbt, du bist frei, du bist heil, du bist ganz, du bist komplett und du bist berufen dazu, dass es Jesus dir gegeben hat. Weiterzugeben. Gott hat er ja alles gegeben. Alles. Gib es weiter. Dazu bist du da. Der segne dich.